Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erkläre ich euch, wie ich meine Augenbrauen pflege. Ja Leute, einige von euch haben mich gefragt, Daniel, was machst du eigentlich mit deinen Augenbrauen? Zupfst du deine Augenbrauen? Lässt du die zupfen? Und in diesem Video erkläre ich euch, welche Fehler ich gemacht habe und wie ich es jetzt mache. Und zudem erkläre ich euch noch ein bisschen was dazu zum Thema Haare an den Ohren entfernen. Ja? Also starten wir aber als allererstes mal mit Augenbrauenzupfen. Leute, ich habe damals einen riesen großen Fehler gemacht. Ich habe damals angefangen, meine Augenbrauen wie bekloppt selber zu zupfen und irgendwann sah ich aus wie so eine Drag Queen. Leute, das wollt ihr nicht. Ja? Macht den Fehler nicht und zupft eure Augenbrauen selber. Nein. So, mein Tipp an dieser Stelle. Weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe es selber gemacht und dann musste ich erstmal warten, bis meine Augenbrauen wieder vernünftig hergestellt waren. Ich würde euch vorschlagen, Folgendes zu machen. Ihr lasst euch professionell eure Augenbrauen zupfen, zum Beispiel beim Friseur oder von einem Hair- und Make-up-Artist. So, und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann habt ihr eine schöne, vernünftige Form da drin. So, und was ihr dann machen könnt, ja, dann könnt ihr mit einer Pinzette zu Hause zum Beispiel eure Augenbrauen dann immer ein bisschen sauber machen. Ja? Und mit sauber machen meine ich, dass ihr zum Beispiel eine ganz mini Pinzette nehmt und dann zum Beispiel hier zack, zack, zack oder an den Seiten die Augenbrauen wegzupft. Ja? Ich meine damit nicht, dass ihr eure Form der Augenbrauen verändert oder eure Augenbrauen irgendwie komplett neu zupft. Nein, das soll wirklich ein Professioneller machen und nicht ihr, sondern ihr macht lediglich, ja, die Augenbrauen ein bisschen sauber, wenn ihr das Gefühl habt, da wachsen zu viele Haare nach. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, geht ihr dann wieder zum Beispiel zu einem professionellen Hair- und Make-up-Artist oder zum Friseur und lasst da eure Augenbrauen machen. Also ich mache das immer so, ich so alle 2-3 Monate lasse ich das beim Friseur vernünftig machen. Ansonsten halte ich das mit der Pinzette ein bisschen sauber, aber bitte nicht die Form verändern. Das ist ganz wichtig, vor allem gerade beim Modeln oder gerade bei Männern. Beim Modeln ist es halt wichtig, dass du vernünftige Augenbrauen hast. Und auch bei den Frauen, lasst eure Augenbrauen so, wie sie sind, natürlich. Natürlich schön ist immer das Wichtigste. Denn ihr wollt ja nicht aussehen wie zum Beispiel dieser hier. Oder dieser hier. Oder dieser hier. Ihr könnt auf jeden Fall darauf achten, dass ihr gepflegte Augenbrauen habt. Das ist nicht schwierig und das sollte eigentlich auch jeder Mann befolgen. Denn wer will schon eine Monobraue haben oder seine Augenbrauen komplett bis zum Bart und hinten? Nein, Leute, lasst es stecken. Kümmert euch um eure Augenbrauen und macht das vernünftig. So, zu guter Letzt, Leute, wie entferne ich meine Haare an den Ohren? Hiermit. Ganz einfach, mit einem Feuerzeug. So, und ich mache das jetzt einfach mal vor und ich hoffe, es klappt. Ich habe es nämlich lange nicht mehr gemacht. Warum? Wo habe ich diesen Trick? Ich hatte damals Glatze, ja, also komplett glatt rasiert. Und dann war ich immer beim Türken, beim Friseur. Und die Türken machen das ja immer so mit so einem Feuerding und tak, 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 hauen die an dein Ohr dran mit so einem Feuerball, sage ich mal. Und somit entfernen die deine Haare an den Ohren. Und das habe ich hier so ein bisschen beibehalten, weil ich das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit finde. Ich nutze dazu immer ein Klickfeuerzeug. Also nicht dieses Rollfeuerzeug, sondern Klick. Das ist für mich wesentlich einfacher. Wenn man das Ganze zu Hause selber macht, sollte man darauf achten, dass man sich nicht seine Haare abfackelt. Ja? Das kann schnell mal passieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ich halte das so ein bisschen weg und dann meine Haare auf jeden Fall weghalten. Ich hoffe, jetzt passiert kein Malheur und dann brenne ich die mir ein wenig weg. Boah, das stinkt dann immer krass, aber gut, das ist dann so. Das mache ich an dieser Seite auch, aber immer schön die Haare weghalten, ja. Und dann, boah, wenn ihr riechen würdet, wie das jetzt gerade hier riecht, hammerhart. Auf jeden Fall, da, zack, da, ihr könnt auch mal so dran gehen. Das machen die Türken ja immer so. Ich mache so, wie ich gerade gemacht habe. Am Ende des Tages zählt ja, oh, am Ende des Tages zählt ja, wie ihr am besten damit umgehen könnt. Das war's von meiner Seite. Ja Leute, falls ich euch mit dem Video helfen konnte, macht gerne einen Daumen nach oben. Falls ich euch mit dem Video nicht helfen konnte, aber ihr es trotzdem gut fandet, macht auch einen Daumen nach oben. Also ich freue mich auf jeden Fall über euren Support.
Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bis dahin, peace out.